Hallo liebe Zuschauer, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Freising im Bild, Dezember 82. Nochmal kurz ein paar Worte zu unserem ersten regionalen Fernsehprogramm für den Landkreis und der großen Kreisstadt Freising, so die genaue Bezeichnung. Liebe Zuschauer, Freising im Bild, Nachrichten. So golden der Oktober auch war, was das Wetter betrifft, so war er kommunalpolitisch gesehen stürmisch. Am 11. Oktober war die Landtagswahl und wenn die CSU auch einige Prozente eingebüßt hat, so gab es doch... Liebe Freisinger Mitbürger, wenn Sie dieses Bild ansehen, werden Sie Zeuge einer Novität, einer neuen Entwicklung, nämlich dem Beginn eines lokalen Videoprogramms für Freising. Ja, das war einmal. Im Laufe von 6 Jahren hat sich das Bild geändert. Die Technik ist eine andere, die Möglichkeit, mit Freising im Bild zu sehen, auch die hat im Laufe dieser 6 Jahre geändert. Ja, seit 1. Januar können Sie Ihr lokales Fernsehprogramm auf RTL Plus Kanal 25 über Antennen. Ich habe mit dem Kabel auf RTL Plus als Sponsor in Halle 10 jeden Tag Ein recht herzliches Hallo und Grüß Gott, liebe Zuschauer. Tja, die 100. Sendung, ein Grund für uns mit Ihnen etwas zu feiern. Aber zuerst wie in gewohnter Form der Rückspiegel für Sie. Große Freude über den schönsten Kindergarten, Richtfest für St. Lampert 3. Was lange währt, wird endlich gut. Dieses Sprichwort ist treffend für den Baufortschritt des heißersehnten Kindergartens der Pfarrgemeinde St. Lampert in Lerchenfeld. Wie wäre das Leben leer, gäbe es keine Kinder mehr. Nur es gibt sie, die Kinder. Und 75 bis 100 kleine Lerchenfelder können voraussichtlich ab dem kommenden Frühjahr den neuen Kindergarten an den guten Engen besuchen. Es wird sicher der schönste Kindergarten in Freising, freute sich Referentin Dietlinde Pagani. Schon beim Richtfest zog ein kleiner Innenhof alle Blicke auf sich. 3 Gruppen und 3 Ausweichräume sowie eine großzügige Freispielanlage werden zur Verfügung stehen. Ebenso eine großzügige Eingangshalle, die als Mehrzweckraum gedacht ist. Ein Problem aber gibt's noch. Endlich einen Namen zu finden, als nur eine fortlaufende Nummerierung der Pfarrkindergärten. Aber ich bin mir sicher, mit etwas Fantasie wird das auch noch gelöst werden. In einer öffentlichen Stellungnahme äußerte sich Oberbürgermeister Dr. Adolf Schäfer zu den Diskussionen über den Fortbestand des in die Schlagzeilen geratenen Schlachthofes in Freising. Das in ganz Bayern verbreitete Sterben der kommunalen Schlachthöfe in Verbindung mit der Errichtung von Großschlachthöfen lässt die Besorgnis, dass auch dem Freisinger Schlachthof das ausdrohen könnte, verständlich erscheinen. Zumal Investitionen bei kommunalen Schlachthöfen nicht bezuschusst werden. Andererseits werden aber solche Investitionen durch neue gesetzliche Vorschriften und den gemeinsamen Markt notwendig. Bei den kommunalen Schlachthöfen handelt es sich um sogenannte kostenrechnende Einrichtungen, die sich in der Regel und zum überwiegenden Teil aus den eigenen Einnahmen, das heißt aus den Gebühren, zu finanzieren haben. Allein wegen der Konkurrenz der Großschlachthöfe sind die Gebühreneinnahmen nicht beliebig vermehrbar, was bedeutet, dass auch neuen Investitionen Grenzen gesetzt sind. Die Stadt Freising hat diese Situation bereits mit den Beteiligten diskutiert. Jedenfalls kann der Betrieb in der bisherigen Art mindestens 2 Jahre fortgesetzt werden. Die notwendigen Investitionen für die Schweineschlachtung sind erbringbar. Bei der Rinderschlachtung dürfte allerdings eine Wirtschaftlichkeit nicht mehr erreichbar sein, da bei einer durchschnittlichen jährlichen Schlachtziffer von 2400 Rindern im Verhältnis zu fast 60.000 Schweinen unabhängig von der Frage des Zuschusses eine größere Neuinvestition im Rinderschlachtbereich nicht mehr bewirtschaftet werden kann. Aussagen, die über einen Zeitraum von Jahren hinausgehen, sind derzeit rein im Bereich der Spekulationen. Der Stadtrat wird jedenfalls rechtzeitig entscheiden, in welchem Umfang
Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden können. Einen triumphalen Empfang bereiteten die Rollstuhlfreunde Freising ihrem Mitglied Lorin Schulz am Riemer Flughafen. Die Schützin hatte bei den Olympischen Spielen für Behinderte in Seoul 4 Medaillen für das bundesdeutsche Team gewonnen. Vorsitzender Josef Neumeier beglückwünschte die erfolgreiche Sportlerin, der ein Ständchen durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising zuteil wurde. Voll im Termin konnten die Isar-Amper-Werke mit dem letzten Teilstück der insgesamt 11,4 Kilometer langen Fernwärme-Transportleitung vom Steinkohlekraftwerk Leininger Werk Block 5 in Zolling zur Technischen Universität Weihenstephan im Stadtgebiet von Freising rohrtechnisch fertigstellen. Trotz witterungsbedingter Verzögerungen zu Beginn der Bauarbeiten wurden in nur 6 Monaten rund 23 Kilometer Fernwärmetransportleitungen für den Vor- und Rücklauf des Heizwassers verlegt. Aus optischen Umweltschutzgründen verlaufen die Rohrleitungen in 2,5 Meter tiefen Rohrgräben. Rund 92.000 Tonnen Erdreich wurden dabei bewegt. Die Natur litt trotz der gewaltigen Ausmaße des Projekts nicht im geringsten. Wenn keine unerwarteten Schwierigkeiten auftauchen, kam noch im November die erste Wärmeübergabe aus dem Steinkohlekraftwerk Leininger Werk der Isar-Amper-Werke an die Technische Universität Weihenstephan erfolgen. Seit Anfang Oktober laufen auf dem Flughafengelände die Arbeiten an der 11 Kilometer langen zweiten Fernwärmetransportleitung zwischen der Pumpstation Tüntenhausen und dem Flughafen München 2. Tja, liebe Zuschauer, nicht nur wir feiern in diesen Tagen ein Jubiläum, nein, da gibt es noch ganz andere, die auch Grund haben zu feiern. Gemeint ist ganz kurz 20 Jahre Lebenshilfe. Gemeinsam lernen, gemeinsam leben ist ein schönes Schlagwort, aber eine Utopie, sagt Josef Pettinger, Vorsitzender der Lebenshilfe. Die Lebenshilfe Freising hat vor 20 Jahren hier eine Vereinigung gegründet, und zwar aus Freunden und Eltern, vor allen Dingen betroffene Eltern, weil für die Behinderten, für die geistig Behinderten überhaupt im Lande nichts getan worden ist und weiten Teilen Deutschlands solche Vereinigungen entstanden, und im Laufe der Jahre haben halt diese Vereinigungen, wie es in ihrer Satzung heißt, Lebenshilfe zu gewähren für geistig Behinderte und andere Behinderte, vor allen Dingen eben Mehrfachbehinderte, haben die Lebenshilfe Freising eben genauso gehandelt und hat also von der Frühförderung über Vorschule, Schule hinauf bis zur Werkstatt und zum Wohnheim sämtliche Einrichtungen, die man eben braucht, geschaffen. Und die Zukunft wird uns bringen, dass wir im Bereich der offenen Behindertenarbeit uns ein bisschen spezialisieren müssen, dass wir Beratungsdienste ausbauen, denn im Augenblick haben wir über 500 Behinderte in unserer Betreuung mit ungefähr 150 hauptamtlichen Mitarbeitern, und damit ist ein Stadium des Ausbaus an Einrichtungen erreicht, der den hiesigen Bedarf abdecken kann. Und von daher wollen wir also versuchen, in Zukunft diese ambulanten Hilfen oder diese offenen Hilfen und Beratungen mehr auszubauen, was auch sehr notwendig ist, damit eben die Eltern in ihrer Funktion weitgehend entlastet werden, zumindest zeitweise. Der Leiter der Fröbelschule weiß, wovon er spricht. Seit nunmehr 20 Jahren bemüht sich die Lebenshilfe Freising
um die Integration von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen durch Frühförderung, schulische Bildung, Berufsvorbereitung und das Angebot von Arbeitsplätzen in den eigenen Werkstätten. Rektor Hermann Altmann, der eigentliche Vater der Lebenshilfe, begann sein Lebenswerk im Juni 1968, als der Verein gegründet wurde. Im November 1970 beschlossen die Vereinsmitglieder, eine Werkstatt und eine Schule zu bauen. Das Schicksal der Behinderten vor Augen, die Stadt Freising verschloss sich nicht und ließ dem Verein in der Folge großzügige Hilfe angedeihen. So wurde ein 18.000 Quadratmeter großes Grundstück an der Gartenstraße zur Verfügung gestellt. Dort befinden sich heute die Werkstatt und die Schule. Im Jubiläumsjahr jedenfalls ist die Lebenshilfe nach wie vor auf die Spendenbereitschaft der Bürger, der Mitmenschen angewiesen und auf die stets offenen Ohren und Arme der Zuschussgeber. Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg für den weiteren Weg. So, liebe Zuschauer, das war's vom Rückspiegel, und bevor es mit der 100. Sendung nun weitergeht, möchte ich heute einmal die Gelegenheit nutzen, vor der laufenden Kamera, um ein kleines Danke zu sagen an diejenigen, die hinter der Kamera stehen und oft viel Geduld aufbringen müssen, um die Sendung so zu machen, wie sie heute eben ist, nämlich toll, oder? Servus, bis zum nächsten Mal mit Hanni Beck und Fred Fuckenthaler im Studio B. Geht's weiter. Musste natürlich gefeiert werden, und wir möchten an dieser Stelle uns herzlich bedanken bei Herrn Alfons Bösel mit dem Partyservice aus Au für das herrliche Buffet. Bei der Schlossbrauerei Au, die uns das süffige Auer Bier bereitstellte. Beim technischen Hilfswerk Landshut, das für eine perfekte Überdachung im Freien sorgte. Bei der Gärtnerei Beubel für die Blumendekoration. Sowie beim Möbelhaus Biller, das uns beim Sektempfang kräftig unterstützte. Übrigens hat uns auch ein Zuschauer aus München besucht und überreichte uns Jubiläumstorten. Hanni Beck hatte die Gelegenheit und sprach mit unserem Gast und Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer, neben mir steht der Herr Hallmeier, ein fleißiger Zuschauer von Freising im Bild. Er hat uns die wunderschönen Torten für die 100. Sendung hergestellt. Dankeschön. Und wie kommen Sie zu Freising im Bild? Ja, ich bin ein eifriger Freising im Bild-Anhänger, weil mir die kulturelle und die heimatliche Sachen, die sie bringen, mir sehr andauern. Und außerdem bin ich auch mit Freising noch verbunden, weil meine Frau aus Freising stammt. Und mich interessiert überhaupt die Heimatgeschichte. Mich interessiert nicht, was in Südeuropa passiert. Mir ist das Nähere in der Umgebung wichtiger. Und das vergessen viele. Und ich möchte da auch manchmal sagen, dass es angebracht wäre, wenn da welche, die wohl in München wohnen oder in der Umgebung von Freising wohnen, sich Freising im Bild anschauen würden. Mhm. Vielen Dank. Gefällt Ihnen die Sendung? Was gefällt Ihnen ganz besonders? Ich habe es ja schon eingangs gesagt, Freising im Bild ist aktuell. In allem. In allem, bringt vom Kulturellen über Sportlichen zum Heimatverbundenen. Und das finde ich sehr gut. An der Sendung gibt es eigentlich nichts zu mängeln, in meiner Sicht. Andere haben was zu kritisieren. Genau. Ansonsten wäre ich nicht so Anhänger gewesen. Dann hätte ich das aus Freude und auch zu meinem Beruf das gemacht. Mein Chef, der Rolian Stechelow, war da damit einverstanden. Und dann haben wir das wegen in Co-Produktion gemacht. Ich war nicht ganz allein beteiligt. Also das ist ganz nett. Wir freuen uns natürlich, und wir werden es dann nachher mal schauen, ob es auch schmecken, gell? Ja, ich hoffe es. Da, liebe Zuschauer, wir hoffen auch, dass Sie uns schreiben, was Ihnen gefällt oder nicht gefällt. Am Ende wird die Adresse eingeblendet. Es wurde nicht nur gefeiert, sondern wir ermöglichten auch einen Blick hinter die Kulissen. Wie wird geschnitten, wie wird aufgezeichnet, wie wird moderiert? Ja, dass bei einer Moderation nicht immer alles so klappt, das werden wir Ihnen heute zeigen. Ja, zeigen, was eigentlich nicht so gezeigt werden soll. Und in unserem ersten FIB-Mülleimer landete meine Kollegin Hanni Beck. Sie hatte leichte Schwierigkeiten mit einem Namen. Unsere Kollegin Anuschka Horn stellt Ihnen Oberbürgermeister Dr. Adolf Schäfer vor. Das machen wir nochmal. Unsere Kollegin Anuschka Horn besuchte Oberbürgermeister Dr. Adolf Schäfer. Tja, nach dem x-ten Male klappte nun endlich dieser Part, aber dann hing ein anderes Wörtchen. Ja, lieben kann. In unserem heutigen Nachbarfenster stellen wir. Ja, dann lautet der Text, aber es fehlte an Beherrschung. Tja, liebe Zuschauer, in unserer Sendereihe ist Nachbarfenster stellen wir.
In unserer Sendereihe Nachbarfenster, liebe Zuschauer, stellen wir Ihnen bekannte und prominente In unserer Sendereihe Nachbarfenster. Jetzt geht's los, jetzt ist es Ruhe. Aus. Ja, Sie zu Hause haben nun gut lachen, aber gut lachen haben oft unsere Kameraleute und das Team hinter der Kamera nicht. An dieser Stelle wollen wir uns mal bei den Leuten hinter der Kamera für die starken Nerven und für die Geduld, die sie für uns Moderatoren brauchen, wie zum Beispiel in unserem nächsten Fall. Herr Thiele, Sie sind Herausgeber des Magazins Live. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss gucken. Es geht nicht. Es geht nicht. In einem Wirrwarr von Zetteln. Jetzt komme ich nicht weiter, weil mir ein Manuskript fehlt. Was Blödes. Schreiben Sie eine Postkarte. Also mit dem Namen des Interviewpartners drauf. Ich glaube, das Ganze machen wir nochmal, oder? Schreiben Sie eine Postkarte mit dem Namen des Interviewpartners auf eine Postkarte. Nee, jetzt bin ich völlig raus. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Es ist gefährlich. Dankeschön, lieber Fried. Ja, wir haben tatsächlich hier sehr interessante Gäste. Nochmal. Dankeschön, lieber Fred. Wir haben sehr sicherlich. Jetzt komme ich nicht mehr rüber. Kennst du das? Nee, bleib ruhig stehen, du störst mich nicht. Dankeschön, lieber Fred. Ja, wir haben tatsächlich hier sehr interessante Gäste. Nochmal. Einer interessanter als der andere. Dankeschön, lieber Fred. Wir haben sehr sicherlich. Jetzt komme ich nicht mehr rüber. Kennst du das? Nee, bleib ruhig stehen, du störst mich nicht. Dankeschön, lieber Fred. Wir haben sicherlich sehr gute Gäste. So, die machen wir vorbei. Wenn du mag oder wenn du nicht mag. Den lass deiner vorbei. Den lass meiner vorbei. Was hat's da, Alter, mit deinem Hobby? Komm mal rein. Das ist nein. Nächstes Mal sperren wir die Straße. Okay, ich fange an. Unser Nachrichtensprecher Peter Sieber zeigt es durch einen ganz besonderen Gesichtsausdruck, dass ihm diesmal der Rückspiegel gar nicht gefallen hat. Servus, bis zum nächsten Mal. Tja, und wenn er dann seine Präsentation des Rückspiegels etwas besser machen will, was sagt er dann? Eine ebenso tolle Atmosphäre hatten tausende Bedürfe. Nummer machen. Tja, so viel aus unserem FIB Mülleimer. Solche Ausrutscher werden wir natürlich versuchen zu vermeiden, und wenn es trotzdem einmal passiert, dass etwas daneben geht, jetzt möchten wir uns an dieser Stelle bei Ihnen bedanken. Bedanken noch 100 Mal fleißig im Bild, wenn Sie mal beide Augen zudrücken würden, so ein kleiner Fehler passiert. Und trotzdem, meine Kollegin sagte es schon, wir schätzen den kritischen Zuschauer, also schreiben Sie uns, wenn Ihnen einmal etwas besonders gut gefällt oder aber auch überhaupt nicht gefällt. Ja, denn ohne Sie, liebe Zuschauer am Bildschirm, wären wir nicht vor der Kamera. Wir wären auch nicht hier, gäbe es nicht unsere treuen Werbekunden. Tja, und da muss man sagen, vielleicht wissen es nicht alle, die privaten Programmanbieter können sich ja nur durch Werbung finanzieren. Und an dieser Stelle möchten wir uns bei all denjenigen ganz recht herzlich bedanken für diese Unterstützung durch diese Werbespots, damit wir wiederum für Sie auf Sendung gehen können. Ja, Sie sollten bei Ihren Einkäufen unsere Angebote in den Werbespots berücksichtigen. Und jetzt aufgepasst. Ich hoffe, Bleistift und Papier ist bereitgelegt. Jetzt gibt's was zu gewinnen. Und zwar eine Reise nach Wien für zwei Personen zum wohl legendärsten Musical, das zurzeit läuft. Musical Cats im Ronacher Theater in Wien. Ja, diese Reise wurde uns zur Verfügung gestellt vom amtlich bayerischen Reisebüro in Freising in der General von Nagelstraße. Sie wissen ja, gute Reise, aber eher Freising.
bei dem wir uns für diesen Preis ganz herzlich bedanken. Ja, Sie können vielleicht schon gewonnen haben, wenn Sie uns sagen können, wann wurde das erste FIB-Programm aufgezeichnet. Die Lösung ist eigentlich gar nicht so schwer und sie ist auch in unserer Werbung versteckt. Erster Tag, dann das Monat und dann das Jahr. Ja, schreiben Sie das Datum auf eine Postkarte und ab geht's in die FIB-Fernsehredaktion Zellhauser Straße 15 8050 Freising. Die Adresse wird am Ende unserer Sendung noch einmal eingeblendet. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 11.11.11. 11.11 ist Forschungsbeginn, also nur 11.11. reicht eigentlich Einsendeschluss. Und jetzt aufgepasst, denn jetzt kommt unsere FIB-Werbung. Vielseitig. Erstmals serienmäßig mit Antiblockiersystem. Steigen Sie um und ein zu einer unverbindlichen Probefahrt. Ford neu erfahren. Autohaus Herskowitz, Freising. Mein Bier, mein Bier. Übrigens doch mal die Meisterweiße, die Süffige, ein dunkles Hefeweißbier aus dem Käfig vom Molchenhof bei Haus Freising. Mein Bier, mein Bier. Psst, sei leise. Schau mal, was da drinnen ist, zum Naschen. Ja, was nascht ihr denn da so mit mir? Weihenstephaner Carmenbeer, der blaue mit dem herzhaften Geschmack. Die Welt halt noch in Ordnung. Taufrisch präsentiert Hicker im Freising die neue Herrenmode Herbst-Winter 88. Sie wird begeisternd interpretiert durch Hugo Boss. Die neuen Herbstfarben der Oberteile werden mit Fingerspitzengefühl ergänzt durch interessante Hemden und Krawatten. Hicker in Freising, abseits vom Trubel der Großstadt, der Treffpunkt modebewusster Herren. Wir haben den richtigen Sound und zwar für jeden. HiFi Box in Freising, Heidstraße 18. Bis am Ende unserer Sendung noch ein paar Veranstaltungshinweise. Ja, die Reitergemeinschaft Leimbach veranstaltet am Sonntag, den 6. November, ihren traditionellen Leonhardi-Ritt. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Leimbach, um 10.30 Uhr Abritt nach Leonhardsburg zur Pferdesegnung. Ordentliche Reitbegleitung ist erwünscht. Eine Informationsausstellung der Polizeidirektion Erding unter dem Motto »Wir wollen, dass Sie sicher leben« findet im Landratsamt Freising im Kreuzgang in der Zeit vom 3. bis 24.11. statt. Die Polizeidirektion Erding will damit die Bevölkerung des Landkreises motivieren, selbst Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen, um sich weitgehend vor Eigentumsstraftätern zu schützen. Ja, die Sing- und Musikschule der Stadt Freising veranstaltet am Sonntag, den 13. November, zum 14. Male den großen Freisinger St. Martinszug. Start ist um 17.30 Uhr am Marienplatz. Tja, und zum Schluss noch eine Veranstaltung, und zwar zum 60-jährigen Jubiläum Schießen, veranstaltet vom Schützenverein Hubertus, und zwar vom 3. bis 16. November im Vereinslokal Gasthaus Abstreiter. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Adolf Schäfer. Also alle, die ihr Pulver verschießen wollen, anmelden, jetzt anmelden im Gasthaus Abstreiter in Tümtenhausen. So, auch wir haben unser Pulver in unserer Sendung fast verschossen, denn... Ja, wir haben noch einen Zuckerl, im wahrsten Sinne des Wortes ein Ausrutscher. Auch so etwas kann passieren. Auf dem selben Kanal natürlich. Und zur selben Zeit. Ja. Oh. Ja. Du, ja, du reinschubst. Ja, so etwas kann uns heute nicht passieren. Denn wir sitzen im Trockenen hier bei uns im Studio B. Das war es auch schon wieder für heute. Wir verabschieden uns. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen zur selben Zeit und auf gleichem Kanal. Tja, und bis dahin bleiben Sie gesund und munter. Für dann einen guten Abend. Auf Wiedersehen. Ihre Hanni Beck. Und Fred Bogenthaler.